Hallo Freunde, Yamato wieder hier bei Folge Nummer 6 von SimCity, Städte der Zukunft. Mit an Bord ist auch die Hauskatze, auch bekannt als Razer Games. Miau! Ja. Kann mir das mit der Hauskatze einfach nicht verkneifen bei dir. Diesen Ruf hast du nun mal bei mir, seit deinem Skin bei Minecraft. Ja. Schöne Katze. Miau. So, und jetzt läuft das Spiel bei mir auch wieder mit flüssigen 30 FPS. Ich weiß um Himmels nicht, was in der letzten Folge los war bei mir. Aber gut, das soll einfach der Vergangenheit anhören. Du Scheiße. Was? Ich habe leichte Bodenverschmutzungsprobleme in meiner Industrie-Gegend. Leichte? Ja, leichte. Leichte Schwere. Mal kurz, war das jetzt hier. Oh. Und ich weiß um Himmels nicht, warum ich so wenig Einwohner habe. Das kotzt mich so ein bisschen an. Braucht eine Arkologie. Ich gehe jetzt glaube ich mal trotzdem hin, wobei nee, ich möchte einfach ganz gerne, warte, erstmal auf Vollgeschwindigkeit, sonst wird es ja nie was mit der mit dem Control Net. Kaufe ich das Zeug jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Feststeht nur, dass ich Gewinn mache und dass ich dir noch Kohle für Geld und die Versicherung ausgebe. Okay. Klassenzimmer voll, welche denn? Ach stimmt, warte mal. Sind meine nicht auch längst voll? Oh. Ja klar, meine voll. Au. Oh. So, wenn ich jetzt klicke, kann ich das nächste Forschungsprojekt starten. Oder muss ich da... So, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Herzlichen Glückwunsch zur Universität der nächsten Stufe. Herzlichen Glückwunsch. So, Natur. Alter, das ist auch kacke jetzt hier. Wieso muss ich jetzt Scheiße, hier... Scheiße, ich mache Minus. Und ich mache leichtes Plus... von 15.000. Ach du Heilige. Warte mal, ich könnte eigentlich so einen Megaturm bauen. Ich mach mal eben. So, was Yamato schon in der zweiten Folge gemacht hat, mache ich in der sechsten. Mit Büroetage Low-Tech, Apartment-Etage. Market-Etage. Was bringt denn am meisten? Gar nichts, oder? Achso, nee, ist sowieso erstmal egal. Drei verlassene Gebäude. Entschuldigung, ich hab die gerade reingequatscht. Alter, ist der fett! Alter, die Fläche! Aber der würde eigentlich hier perfekt reinpassen, ne? Dann mach ich den hier rein. Dann kriegt man vielleicht auch mal ein paar mehr Einwohner. Ja, scheiß Park, ist mir egal. Ah, so, nein. Ah, muss das Gebäude hier... Na, Alter. Sehe nichts. Scheiße. Oh, ich habe Plastik gekauft. Ich habe ein Plus in der Stadt. Yay. Ich habe Minus in der Kasse. Alter, die Elite-Türme. Hast du denn gebaut? Nee, aber ich sehe die hier gerade und sehe gerade den Preis. Aber ich baue jetzt ein. Und, warte. Wo setze ich jetzt hin? Hier so. Wie weit ist denn die Forschung für das komische Dingens da? Für das komische Dingens ist die Forschung 85%. Ja, so. Geil. Oh, der Megaturm wird da auch gebaut. Wie bitte? Schöner Megaturm. Oh. Ja, das ist sehr schön, dass ich hier da und dass ich hier und da Probleme habe. So was für die Akademie schon wieder. Ob wir es glauben oder nicht, Oberbürgermeister Razer Games, es gibt eine gescheite Idee, Akademie vertrauen. Oh mein Gott, ja. Was muss ich denn machen, Digga? Mach ich aber mal. Stellt sie mehr Controlnet zur Verfügung als je zuvor. Die Sonnendach-Etage zahlt sich richtig aus. Okay.
Alter, das war so scheiße aus. Ich bin permanent mit Strom versorgt und wirf Binde ab. Alter, dadurch, dass ich die Grafik in der letzten Folge runtergeschraubt habe, sieht das Spiel richtig scheiße aus. Ja, geil, 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 geil. Ich habe wieder einen Plus von 3000. Bei 250.000 Einwohnern. Wie kann es denn da ein Minus sein? Die drücken ja alle Geld ab oder irgendwas muss auch extrem viel Geld gekostet haben. Die Uni. Oh, und der Megaturm. was kann ich erforschen? Vertikale Windturbine. Ach du Scheiße. Eine Hologrammdachetage, okay. Ja, ich denke, ich mache dann einfach die Sonnenetage, wenn Yamato es so hoch feiert. Bildungsetage, Parketage, Skybridge, Station, die muss eigentlich auch noch irgendwo hin, ne? Was brauche ich jetzt für die Uni hin? Naturwissenschaft, Medizin, oh ja, Medizin. Apartment-Etage. Oder Büroetage Hightech. Ich weiß es nicht. Nee, Apartments guckt jetzt nach oben, aber hier kommt Hightech-Büro. Achso, Baubeginn. Oh, geil. So, und ich hau jetzt hier noch im Wohnheim hin. Ein Wohnheim? Oh mein Gott. Ja, für die Uni. Ach so. Und wir müssen noch sagen, wir müssen die Folgen jetzt echt im 20-Minuten-Bereich halten, da wir voraufnehmen müssen jetzt. Das heißt, es gibt keine Überlängen mehr. Nicht wegen mir, mir soll es egal sein. Es liegt am lieben Razer. Ja. Da er, ihr seht die Folge am morgigen Samstag. Bei uns ist heute Freitag. Und er wird bereits ab Sonntag weg, ab Sonntagabend, was er mir erzählt hat. Und das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen in die Vorproduktion gehen. Ja. Scheiße, ich habe einen Wassermangel. Wassermangel? Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich genau reingeben gucken. Scheiße, ich habe echt einen absoluten Wassermangel. Absolut. Oh, ich auch. Ahem. Ich soll vielleicht nicht so. Was für die Stampeln schon wieder? Ich möchte die allgemeine Hochschule erweitern. Nein, möchte ich nicht. Aber ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr Abwasser vorsorgen. So. Ja, schön für dich, dass du Wasser brauchst. Und das muss ja alles erstmal gebaut werden. Boah, ich habe das genau rechtzeitig gebaut. Gerade jetzt kamen die Beschwerden rein. Finde ich schön. Und die Control-Net-Anlage ist erforscht. Das heißt, in circa 5 Folgen hast du die dann. Das heißt Mangel Arbeitern. Ach, leck mich doch am Arsch. Control-Net. Was macht das jetzt? Grundstückspreise für obere Einkommensschicht. Baue ich jetzt. Ist mir egal. Kohlevorräte knapp. Sagen wir, wirfst du nicht genügend Strom ab? Boom. Oh. Was kann man damit machen? Scheiße, ich habe Finanzprobleme. Ja, Freunde, so sieht, ich muss das erstmal kurz in die Steuern erhöhen. Ja, das ist schön für dich, dass die Temperatursteuerung wieder aktiv ist. Alter! ControlNet 5100? Ich habe richtig schwere Finanzprobleme. Das ist blöd. Mangel an Arbeit. Was? Ach, leck mich doch am Arsch. Ich brauche, glaube ich, ein bisschen Büro. Ach du Scheiße. Baubeginn. So. Muss ja auch einkaufen gehen irgendwo. Control-Net-Anlage, Petition zum Bau genehmigt.
Danke an den Razer für die Erforschung. Bitte an den Yamato für das, für die Begeisterung. Was kann ich denn eigentlich jetzt erforschen? Lass mal weiter erforschen. Eine Skybridge. Ich bin mal gespannt, wie viel Control-Net ich jetzt einsammeln werde. Gar nichts. So, eine Skybridge. Dann können wir nämlich, also der Yamato kann dann nämlich seine 50 Megatürme miteinander verbinden. Ja, ich meine, möglich, oder ein Wellenkraftwerk. Da brauchen wir echt nicht, oder? Ein Kraftwerk und eine Schwebelbahnstation. 1100 aktuelle Übertragung. Macht das ja. Oh, ich war nur noch 8000. Alter, der Megaton, der geht aber schon so ein bisschen. Ich kaufe von dir nur noch 500 Control-Net-Einheiten. Echt, warum denn das? Weil ich jetzt 1200 selber hab. Ach so, okay. Oh, bist du blöd oder was? Hier haben wir einen Ort, wo ich es hinsetzen kann. Hierhin vielleicht. Das ist ein ziemlich großer Scheiße. Megaturm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scheiße, Alter. Ich hab die Zombie-Apokalypse. Oh, da muss ich erstmal ein Abo bei nehmen. Bis ich in der Stadt bin, ist es schon wieder vorbei und zweitens sehe ich, glaube ich, nicht mal. Ich weiß nicht mal, wo die sein soll. Nirgends. Ach, man kann nur 8 Megatürme bauen, finde ich aber blöd. Aha, nun ja, wir brauchen mehr Arbeiter. Es müssen mehr Leute die Zukunft betreten. Leute! Ich bin hier von Zukunft. Fuck, wo war ich denn das hier? Ich liebe diese neuen futuristischen Gebäude. Scheiße, machst du mit der Megaturm Plus? Scheiße, ich brauch Control nicht. Ich brauche auch eine Marketetage. Ich mache immer Megaturm überhaupt keinen Plus, finde ich blöd. Egal, Hauptsache ich habe ihn. Bei der Megaturm macht schon ordentlich Plus, aber nicht genug. Wo im Notfall erhöhe ich eben die, ne? Und so. Bezieht kein Control-Net mehr, mein Gott, kein Control-Net mehr von ihnen. Warum auch immer, ich habe Control-Net Mangel, aber egal. So, jetzt muss aber mal hier ein bisschen Gewinne ausspucken, oder? Ich kann einmal die Etage hier. Aha. Wir brauchen mehr Käufer. Ja, wieso brauche ich auch die dritte Marke Etage? Wir haben voll wenig von denen, na egal. So, Apartment. Diese hier.
Ja, bau die. Ach so, Baubeginn. Von neuen Sims gefressen. Überlebenden gab man froh zu sein, weiter Fernsehen schauen zu dürfen. Oh, er darf Fernsehen schauen. Brände außer Kontrolle. Scheiße, ich muss Feuerwehr ausbauen. Ja, würde sich empfehlen. Hast du eigentlich eine große Feuerwehr oder so eine normale, kleine? Ich habe eine kleine und eine große. Ah, okay. Bauen Sie ein Fährennetz auf. Ah, toll, Limit erreicht. Leck mich doch am Arsch. Ja, über euch sind jetzt gerade Käufer eingezogen. Oh, wir brauchen viel mehr Apartment-Etagen. Baubeginn. 1, 2, 3, ich sehe hier nicht unten, aber... 6 Etagen, noch 2 Stück kann ich bauen. Also eine normale, noch eine Dachetage, denke ich mal. Was Control-Net betrifft, mittlerweile produziere ich 540 über. Okay. Oh, verdammt. Dem, dem, dem. Wie viel mache ich über? Über. Oh, minus. Uns gefallen die hohen Steuern nicht. Das legt mich doch am Arsch. Ich mache mal eine Megaton aus so einer Anlage. Sonst sehe ich schwarz. Na, so. La, la, la. Ich beanspruche jetzt aber dieses schöne Grundstück hier. Sie betreten Wagenfluss. Wie erhöht man jetzt ein Control-Net so richtig? Mit diesen Control-Net-Anlagen oder wie macht man das? Ja, die verteilst du. Du kannst nur eine Akademie bauen und dann baust du die Anlagen. Die verteilst du im Stadtgebiet. Ach so. Ah, toll. Ah, da baue ich aber gleich mal noch eine hin. Hier ins Wohngebiet. Freut sie bestimmt. Finanzabteilung so. In der Zelle. Ja, super. Freut mich doch. Wie sehen wir hier jetzt erstmal mit Wasser aus? Wasser. Wenn ich jetzt im Flussgebiet eine Dings baue, im Flussgebiet Pumpstation, dann dürfte mit da normalerweise das Wasser nicht ausgehen, weil das Grundwasser ja vom Wasser her nachgesetzt wird. Ja. Was langsame Forschungsfortschritte arbeitet der oberen EKS erforderlich? Oh. Dann ist es auch voll ausgelastet. Der Turm ist großartig. Miau. So, eine Etage. Zur Autobahnstattung dürfte theoretisch genehmigt sein. Danke. Deswegen kann ich jetzt hier mal pausieren. Mal schön alle Kredite annehmen. Dann bauen wir mal ein bisschen was. Apartment-Etage. Noch eine? Boah, ich weiß nicht. War, hätte ich mir jetzt gedacht, dass ich jetzt dann... wenn es klappt. Alter, immer noch maximale Kapazität. Alter, wie krass. Aber eben noch eine. Ist mir egal. Boah, wie schön. Ich kann Brot schlagen. Wo ist hier eigentlich denn meine Windkarte? Es ist... Fällt mir jetzt nicht so. Aber ich finde die Details so geil im Spiel. Irgendwie so. Die sind voll nice. Ja, scheiße, da muss ich das auch passieren. Denn ich baue jetzt nämlich von Anfang an eine Pumpstation.
Ach so. Wie hoch kann man denn gehen? Dann mache ich auch mal mit Tech. Wie sieht's mit Strom aus? Kann ich da ein bisschen was kaufen? Ich kaufe aus Yamatohausen. Wie sehen wir mit Controller aus? Was kann ich denn da kaufen? So, gut, ich brauche Wohngebiete, ich brauche Industriegebiete. Marke Etage hat Aufzüge. Oh, voll krass. Bio. So. Moment, ich sieh's doch, dass es hier Öl gibt. Echt, hast du ja, Öl? Ja, toll. Ja, an einem Fleck, das brauche ich nicht ab. Weil ich jetzt nämlich genau im Flussgebiet eine Pumpstation gesetzt habe. Okay. Vor allem die Stadt, die ich jetzt baue, die ist jetzt rein dazu da, dass sie Strom und Wasser produziert, dass ich das Ganze nach Yamatohausen schicken kann. Wie konntest du denn die Sonnenenergie Dachetage bauen? Nachdem ich alle 8 Taschen hatte, hatte ich die Dachetage frei. Ich brauche das für eine Universität. Aber nur in der Region, also du hast doch eine, oder? Ich habe eine Uni, ja. Mit Abteilung für Medizin und weiß ja Kuckuck was. Ach so, mit naturwissenschaftlicher Uni braucht man. Hä, aber wie konntest denn du das dann bauen? Das ist voll... Hä? Verstehe ich nicht. Naja. Wird es jemals verstehen? Diese Frage klären wir dann in der nächsten Folge. Oh, stimmt. ja, ich würde sagen, und dann einfach bis zur nächsten Folge, ne? Also bis Sonntag, also bis morgen. Ja. Tschüss.